Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading TV. Jetzt hier am Nachmittag, 10 vor 3 am Freitag. Wir wollen uns den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar anschauen, der hier im Zuge der News, die hier um 14:30 Uhr aus Kanada anstanden, keinen Ausbruch nach oben vollzogen hat. Es gab zwar hier im Vorfeld den leichten Versuch, in Form eines neuen Tageshochs hier über die letzten Tageshochs oder das jüngste Tageshoch vom frühen Handel hier auszubrechen. Das missglückte allerdings. Der Preis, jetzt kann man den 15-Minuten-Chart ist ein Stück weit deutlicher zu sehen. Der Preis hat vor den News sozusagen Position bezogen, hat sich versucht, über den Pivot Point zu etablieren. Doch letztlich gab es dann speziell zu den News hier den Rücksetzer, den starken Rücksetzer. Und dieser stoppte interessanterweise hier am Vortagestief. Diese Dreiecks-Keilformation ist hier in Akta zu legen, prinzipiell, denn hier hat sich technisch gesehen gar nichts Wesentliches abgespielt. Der Druckaufbau hier konnte sich weder nach oben noch nach unten, im Vorfeld sogar hier, da gab es ja auch schon einen Ausbruch unter diese Trendlinie hier, konnte sich nicht erfüllen. Insofern nicht mehr relevant, nicht von Interesse. Das Einzige, was hier noch von Interesse ist, ist eben hier die zur Verfügung stehende Range. US-Dollar hat 51 Pips bislang gelaufen. Im Schnitt haben wir hier 113 zu erwarten, also rein technisch geht hier noch das Doppelte. Und da haben wir hier auf der Oberseite vor Tageshoch, vor Wochenhoch, Average True Range im Bereich 1,3172. Hier auf der Südseite dann die Marke von rund 1,30. Also hier dürfen schon noch 50 Pips plus generiert werden. Die Frage ist eben nur, wohin entfaltet sich das Ganze? Wir hatten ja vorhin den schriftlichen Check zum US-Dollar-Cut ins Web gestellt, eben hier mit der prognostizierten Pattern-Prognose, die hier einen Anstieg in Richtung 1,32 sogar möglich lassen werden könnte. Dazu hätte es aber hier sicherlich einen Ausbruch zu den News geben müssen. Wir sehen, der Cut kommt hier nicht so recht in Fahrt. Sowohl die Hochs als auch die Ausbruchstiefs werden hier nicht gekauft bzw. verkauft. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, kommt hier noch dick was vor dem Wochenende? Ja, es kann durchaus passieren, dass hier gerade zum Opening der USA noch ein Stück weit Dynamik reinkommt. Aber im Zuge der bisherigen lethargischen Verhaltensweise muss man sich wirklich überlegen, ob man hier vor dem Wochenende dann noch eine Position eingeht. Da, wie gesagt, die mangelnde Wolle bislang durchaus ein Stück weit Zurückhaltung hier gebietet. Dennoch kommt es hier nochmals zu einem Ausbruch über den Pivot Point 1,3106. Neues Tageshoch. Dann wäre das hier sicherlich interessant, im Sinne einer Momentumbewegung dann doch noch auf einen Lauf in Richtung gestriges Tageshoch/Average True Range zu spekulieren. Hingegen hier relativ klar, wenn das Vortagestief fällt, welches hier zu den News gehalten hat, Bereich hier um 1,3060 roundabout. Ja, wenn der fällt, dann können hier auch nicht nur einige Stop-Orders dann auch tatsächlich greifen, sondern dann kann hier auch die Stimmung ganz schnell kippen und den Cut hier nach unten drücken. Also insofern immer noch interessant, US-Dollar gegenüber dem kanadischen Cut hier zu den News, wirklich verhalten gering. Also da hätte ich mir schon gern einen extremeren Move vorgestellt. Da ist letztlich ja gar nichts passiert. Von daher gehen wir auch nochmal auf den Tageschart, was der Cut hier sagt. Der zeigt nämlich hier auch interessanterweise an, dass wir immer noch hier in diesem ausdehnenden Dreieck uns befinden. Hier das Mehrjahreshoch 1,3064, generell oberhalb dieses Levels. Grundsätzlich bullisches Momentum, aber interessant zu sehen, Kerze von gestern, Kerze von vorgestern. Ja, intraday sind wir sogar wieder in Richtung 1,32 gelaufen, aber der Tagesschluss wieder deutlich tiefer und auch unterhalb dieser Abwärtstrendlinie seit dem Mehrjahreshoch. Und rein technisch hätten wir hier eben auch im Zuge der unveränderten Divergenz hier ganz klare Divergenzen, weiteres Abschlagspotenzial, was hier Richtung 1,29 Ausdehnungsfall inklusive Spikes Richtung 1,28 führen könnte. Also der US-Dollar ist hier jetzt nicht unbedingt im bullischsten Umfeld gegenüber dem kanadischen Dollar. Und insofern Vorsicht, die bislang sehr positive Wochentagsstatistik könnte in der kommenden Woche, in den nächsten Tagen hier vielleicht eine leichte Eintrübung erfahren, im Zuge dessen, dass der Markt dann hier doch so ein Stück weit nach unten tropft. Bereich 1,28, ganz signifikantes Unterstützungslevel. Das scrolle ich auch gerne mal raus. Hier diese Zone, das ist hier als Support definitiv sehr, sehr klar zu lokalisieren. Und hier, unabhängig der Aufwärtstrendlinie, die wir hier auch noch im Chart sehen, da ist ja kleine Spikes drunter. Hier sollte spätestens natürlich eine Erholung erfolgen, sofern wir unten rausbrechen. Ansonsten, wenn es hier über 1,32 geht, dann haben wir sicherlich auch schnell das neue Mehrjahreshoch 1,32,13 geknackt und dann
ja, 1,35 lässt rufen. Das ist dann sehr wahrscheinlich, wenn wir doch nach oben ausbrechen. Mal abwarten, was passiert. Ich will es nicht beschreien, dass das heute nicht alles doch noch passieren kann. Wir haben ja, wie gesagt, gestern auch schon Niveaus im Bereich 1,3172 gesehen, knapp 1,32. Also wenn hier am Nachmittag nochmal ein schöner US-Dollar-Momentum-Bulle auf das Parkett rückt, dann kann das hier auch gerade im Sinne der starken Wochentagsstatistik und des starken FTSE-Vector-Logging-Patterns, was wir hier immer noch haben, durchaus nach oben gehen. Hierbei interessant übrigens, wir haben das heutige Tagestief hier knapp im Bereich 1,59 gesehen, um nicht zu sagen, es war 1,59, Moment, 1,3059,6, also fast punktuell das Vortagestief erwischt. Und die heutige FTSE-Vektorlogik auf Tagesbasis zeigt genau dieses Tief an. Das ist so ein Stück weit interessant. Also das ist hier rein statistisch exakt das Tief, was heute getroffen wurde. Während der letzten 466 Pattern, die hier in 65,2% der Fälle erfolgreich waren. 65,2 ist nicht der Mega-Vorteil, also Werte über 70 sind hier wesentlich interessanter, aber ist trotzdem ein sehr, sehr guter Wert und die Häufigkeit 466 ist schon echt eine Hausnummer. Und jetzt zeigt sich aber hier 1,3059 exakt touchiert. 1,3205 wäre hier ein Tageshoch rein statistisch ausgewertet und dann darf man mal sehen, ob der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier dann vielleicht doch noch die positive FTSE-Vektorlogik sich holt. Also hier Chancen nach wie vor gegeben. Achten Sie auf das heutige Tageshoch, tageges Tief. Wer sich traut, kann hier unter Umständen belohnt werden. Ansonsten sicherlich auch langsam Zeit, die Bücher zu schließen und einfach zu sagen, neue Woche, neues Glück. Wir schalten uns nachher nochmal zu den US-Amerikanern auf. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Nachmittag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Dann zur letzten Sendung. Bis dann zum nächsten Donnerstag. Nochmal diese Info. Erst am Donnerstag gibt es dann wieder JFD Live Trading TV in der kommenden Woche. Also, wenn Sie mögen, nachher bis zum US-Markt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und tschüss.